Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge der NASCAR Racing Meisterschaft. Hat jetzt nun leider ein Weilchen gedauert, bis die neue Folge kam, aber egal. So, wir konnten das letzte Rennen in Talladega gewinnen, konnten auch in Loudon gewinnen und in Pocono waren wir immerhin Siebter geworden, anstatt allerletzter. Jetzt steht mit Watkins Glen die nächste richtige Rennstrecke im Kalender. Also doch nicht mehr viele Rennen. Das heißt, es ist ein richtiger Rundkurs, kein Oval. Und mal schauen, wie die ganze Sache hier läuft. Ne, man sieht es ja schon. Man sieht ganz oben rechts auf der Karte diesen kleinen roten, ja, kleine rote Ding, wo die Strecke geht. Da geht es halt bergrunter, rechts rum, ein kleines Geschlängel hoch. Das ist eine ganz interessant zu fahrende Strecke mit auch vielen Höhenunterschieden. Deswegen, ich bin jetzt nicht ganz so. Ja, überzeugt, dass das mit dem Fahrzeug gut funktioniert. Wir werden trotzdem unser Ace-Setup laden. Und mal 10 Gallonen mitnehmen. Wir gucken mal, wie wir nachher 9 Runden auf der ganzen Strecke fahren. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. So, ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. So, das Headset mal kurz ein bisschen leiser machen. Zack. So, voll einlenken und. Yep, Ausfahren passt. So, wir bleiben mal bei 35. So, dann gucken wir, ob wir uns mit dem Sprit einpendeln. So, wir genießen nochmal die Außenansicht. Hier sehen wir schon schön, wie das bergunter geht. Und wir haben dann hier eine sehr, sehr scharfe Rechtskurve. Also da muss ich mal schauen, dass ich hier einen guten Bremspunkt finde. So, dann geht's jetzt los. Jetzt kommt hier ein kleines Rechts-Links-Geschlängel. So, hier geht's auch schon nach oben. Ist halt schön zu sehen, dass man hier ein paar Höhenunterschiede mit drin hat, wie doch in der Sears Point-Strecke der Fall war. Ist halt irgendwie ziemlich cool. So, Sprit sollte eigentlich locker reichen. Ich glaube, da kann ich sogar noch deutlich weniger mitnehmen. So, hier nochmal bremsen, wenn eine Schikane kommt und bomb. Okay. Gut. Wir gehen zurück in die Box und starten nochmal neu. Wir nehmen mal ein bisschen weniger 8-Gallonen-Sprit mit. So, den ersten Wagen schon wieder touchiert. Große Klasse. Ja, wir werden mal schauen, dass wir zumindest die erste Schikane da oben schaffen. Irgendwie. Ja, ist natürlich klar, die Autos haben natürlich kein ABS. Das heißt, wenn du jetzt voll in die Eisen gehst, blockieren die Räder und der Wagen fährt geradeaus. Gucken, dass wir da zumindest mal so zwei, drei Runden fahren. Wie gesagt, also sehr, wow. Sehr viel rechne ich mir auf der Strecke ehrlich gesagt nicht aus. Das war super interessant. Bin die ganzen Kurven, den Höhenunterschieden und fahre die in anderen Rennspielen super gerne. Aber ich glaube einfach hier wird es halt ziemlich schwierig. Ey, sag mal, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder was? So, das Ganze gucken wir uns jetzt noch mal kurz im Replay an. Also ich bin schon bei der empfohlenen Distanz auf die Eisen gegangen. Okay. Dann auf ein neues. Knapp vorbei. Also lustig, dass in der Box noch Fahrzeuge angezeigt werden, hier rechts, bei dem Boxengebäude. Wo sie alle draußen stehen.
warum er überhaupt zwei Runden zum Testen hinbekommen. Oder drei. Die sind nicht sonderlich lang, aber ja. Wird schon eine harte Nummer werden. So, einen vollen Hafer und gib ihm. Eigentlich hier lenkt der Wagen eigentlich ziemlich gut ein auf den Kurven. Weil liegt so daran, dass die Reifen noch kalt sind. Kann natürlich sein. Gut, ist mir jetzt egal. Jetzt habe ich ein bisschen Schaden mitgenommen. Fahren wir einfach. So, hier vorne kommen die Marker. So, hier gehe ich jetzt schon auf die Bremse. Und wow, okay, jetzt kommt der neue Teil der Strecke. Wird ein guter Punkt zum Überholen sein. Eventuell. So, jetzt kommt eine ganz langgezogene Rechtskurve. Dann geht es noch ein Stück geradeaus. Und dann kommt wieder eine harte Linkskurve. So, rechts sind schon die Marker zu sehen. Normal hat man hier ein bisschen Auslaufzone. Na egal. So, jetzt geht es hier nochmal rechts rum. Hier ist schon die gelbe Linie der Boxeneinfahrt. Und unter der roten Brücke durch. Und die erste gezeitete Runde beginnt jetzt. So, mit 60 schaffen wir die Kurve auf jeden Fall. Sprit für 9 Runden reicht. Vielleicht nehme ich noch eine Gallone mehr mit, nur um sicher zu gehen. Oh, die Hinterreifen, die gehen aber stramm nach oben mit der Temperatur. Aber der Wagen fährt sich jetzt hier schon viel, viel besser. Oh! Sagte er und fuhr gegen die Wand. So, hart bremsen. Und durch die Schikane. Das lief doch einigermaßen. Jetzt hier schön inhalten und raus beschleunigen. Ist ja die Frage, ob ich es jetzt schaffe, um an irgendein Fahrzeug, was vor mir jetzt fährt, ein bisschen aufzuschließen, ob man das irgendwie optisch sehen kann. Also du musst auf jeden Fall bei den, sobald der erste Marker kommt, da musst du spätestens auf dem Pinsel stehen, also auf der Bremse. Auf dem Bremspinsel. Ja, und bei Start Ziel ist das irgendwie super schwer einzuschätzen, weil du halt null Orientierung hast. Wir nehmen jetzt mal hier vorne. So, guck mal, jetzt fahren wir schon mit über 70 rum. Sehr geil. Hat die ganz schön Zeit? Ja, 107. 0,415. Und Stoff. Gut, jetzt kommen wir hier auch schön durch. So, amtlich in die Bremse gehen. Ein bisschen das Gras schneiden. Und das Schwierigste wird einfach dann sein, sobald der Verkehr hier auf der Strecke ist, im Rennen. Ich bin der Meinung, dass die Jungs da vorne schon ein Stückchen näher gekommen sind. So, jetzt kommen rechts die roten Marker und Vollbremsung. Bremse leicht öffnen und um die Kurve, jawohl. Und wir haben eine 112,232. Wir bremsen ein bisschen später, nämlich jetzt ab hier. So, die Runde werden wir noch zu Ende fahren, gucken, ob wir die Durchschnittsgeschwindigkeit noch ein bisschen nach oben bringen können. Ja, na, so bestimmt nicht. Schön weit nach außen hier fahren. So, mit den Reifen aus. Ah, Temperaturen sind aber okay. Gut, erschweren kommt ja noch hinzu, dass mein Auto definitiv schon Schaden hat. Natürlich ein bisschen über die Piste abkürzen.
Übrigens ist mir aufgefallen, als ich mir das Video Talladega angeschaut habe, ich hätte beim Qualifying sogar zwei Runden fahren können. Komplett übersehen. Ich weiß nicht, wie weit sich der dann ausgewirkt hätte, weil ich glaube ich sowieso viel zu schnell in der Box war. Wow, ein bisschen aufs Gras gekommen und gleich quer die Karre. Ich glaube, eine schnellere Zeit wird es nicht. Oh, Tatsache. Okay. Gucken wir hier nochmal wegen dem Bremspunkt an der Tribüne vorbei und jetzt bremsen. Das funktioniert. Okay. Sprit haben wir noch für 7 Runden. Wir sind bisher 5 gefahren. Na, perfekt. Dann kann ich das auf jeden Fall so machen. Gut, dann bin ich guter Dinge. Wir springen ins Qualifying. Wir werden noch das Qualifying Setup fahren. Ich hoffe, dass sich das jetzt einigermaßen fährt. So, und starten durch. Ja, vorne sieht man die Wagen schon ein bisschen ramponiert. Egal. Qualifying, los geht's. 114! Halt die Mama fest. Also wenn ich auch nur 112 schaffen sollte, wenn ich noch 112,4, dann habe ich so 15. Platz. Wäre natürlich geil, aber na, gucken wir mal. So, erstmal die Schlupfmuff-Temperatur bekommen. So, mal gucken, ob wann hier der Boxenausgang zählt. Wenn ich zu früh beschleunige. Kein Bock, dass ich wieder ganz hinten versetzt werde. So, ab hier dürfte aber auf jeden Fall frei sein. Ich hoffe mal, dass wir auch zwei Runden fahren kannst. Das wäre super schön. So, Auto kaputt. Aha, Scheibenkleister. Schön, hinten haben wir schon mal einen Defekt. Ich hoffe mal, das wirkt sich jetzt nicht negativ auf unsere Performance aus. Ah, der Wagen ist ja irgendwie super, super leicht, ne? Bei dem Qualifying Setup, also etwas wackelig am Hintern. Dass wir das irgendwie ein bisschen ausnutzen. Die Grünfläche. Und dann, ja. Mal gucken, also je weiter ich vorne bin, desto besser ist die Anziehschicht, obwohl ich da echt Angst habe beim Start. Sofort beim Gas geben kommt da hinten rum. So, meine Freunde, jetzt zählt's und wir haben, na gut, Lap 1, mal gucken. Wir gucken einfach mal, wir bremsen jetzt hier vorne an. Fahren hier mit knappen 80 um die Kurve. Wagen geht nach unten, weil die Reifen noch nicht allzu sehr warm sind. Oh. Mal überhaupt 110 mal in einem Schnitt schaffen. Möglichst jeglichen Kontakt mit den Grünflächen vermeiden. So, einfach mal ein bisschen gemogelt, aber das wird ja hoffentlich funktionieren. Ich weiß nicht, ob die sich beim Streckenschneiden so haben. Angezeigt wurde mir jedenfalls nichts. Eine 113,754. Boah. Das ist Platz 8. Na, hallo Ballo, ey. Das ist ja der absolute Oberknaller. So, Warm-up, wie gewohnt, werden wir überspringen.
Wir laden unser Ace-Setup. Mist, wie viel Gallonen hat ich denn vorhin gehabt? Acht? Ich glaube, 8 Gallonen hatte ich gehabt. Puh. Na dann, auf geht's. So, wir fahren jetzt die Einführungsrunde. Start. So, vor uns sind die bunte Fahrerfeld, Tummelpark, Styles, Brady Banks. Mal sehen, vielleicht haben wir die Chance auf einen guten Platz. Vielleicht. Dann hoffen, dass die Reifen ein bisschen auf Temperatur kommen. Eine lange Strecke, aber die Kurven machen es halt unglaublich schwierig. Oh. Wie gesagt, meine größte Chance wird wahrscheinlich dann bei der Schikane sein, hier irgendwie durchzukommen. Wird aber auch die größte Chance, mich in irgendeiner Art und Weise abzuschießen. Ja, natürlich total die kalten Schluffen. Wenn du jetzt eine Runde fahren kannst, ja, das lohnt sich vorne und hinten nicht. Okay. Aber halten wir im Blick. Sprit passt eigentlich, Reifen, ja, müssen jetzt passen. Wir schalten alle Anzeigen aus. Wir sehen ja, welche Autos vor uns sind. Vielleicht habe ich auch Glück, dass ich an allen ein bisschen vorbeihuschen kann. So, no risk, no fun. Durch die goldene Mitte. Wow, das hat ja phänomenal geklappt. Puh, ich merke gerade, wie meine Pumpe ganz schön schlägt, weil Nervenkitzel. So, wir haben nur Styles vor uns, alles klar. Erst hart in die Bremse gehen. So, Styles fährt hier einen ganz schön harten Bogen. Aber wir nutzen das Gras, kürzen ab. Ist jetzt nicht der ehrenhafte Sportler-Kodex, den wir hier machen. Aber egal. Wir brauchen die Punkte. Es wird nicht geahndet. So, sachte auf der Bremse, damit wir das Auto nicht wegschmeißen. Weil die Jungs sind immer noch hinten dran. So, schön auf der Bremse. Ich weiß auch gar nicht, ob simuliert wird, dass die Bremsen zu heiß werden können und dann ihre Bremskraft verlieren. Ich hoffe es mal nicht. Aber gut, wir kriegen schon einen schönen Abstand nach hinten. Wäre die Überlegung, was wäre gewesen, wenn ich jedes Rennen bisher mit dem Ace-Setup gefahren wäre, anstatt mit dem Fast. Ich schätze mal die Chancen, dass ich gewonnen hätte irgendwo. Also ich wäre vielleicht besser gewesen, keine Ahnung. Andererseits, mit der NASCAR Racing davor seit, boah, 20 Jahren nicht angepackt.
Und ja, man muss hier erstmal ein bisschen drin finden. Ich denke mal, es hat ein ganz gutes Feeling für das Game, wie es sich anfühlt, was man so machen muss, wie man fahren muss. Deswegen wäre nach hinten raus natürlich die Ergebnisse besser. Und zumal man sich auch ein bisschen geübt hat in Zurückhaltung, zumindest bei den anderen Rennen. So, ganz guter Indikator, die schwarzen Striche am Boden setzen kurz vor der Kurve ein und da kann ich dann noch meinen Bremspunkt setzen. Zumindest bei Startziel. So, Sprit sagt mir noch 9 Runden, ja easy, das passt. Sehr gut. Noch ein bisschen abbremsen, damit wir nicht gegen die Bande ballern. Und den Wagen ganz lassen. Hier ein bisschen bremsen. Zack, 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 zack. Hui. Ich muss eigentlich nur die 9 Runden überstehen und dann haben wir die Sache in Sack und Tüten. Und ich bin nach wie vor super erleichtert, dass die Sache jetzt schon nach der ersten Runde so lief, wie sie lief. Und schön doll bremst. Nimmt ein bisschen den Druck raus, die Gegner sind auch relativ weit hinten. 3,3 Sekunden schon Rückstand. Ich würde sagen, gefällt mir sehr gut. So, hier kommt die Markierung und bremsen. Dann kann man hier sogar eine relativ entspannte Pace hier vorne fahren. Das heißt, wir haben sogar 5 Sekunden Vorsprung, nicht 3,3. So, die ist mir schön rausgekommen. Wo sind meine Marker? Da sind sie. Zack. Schön auf die Bremse. Oh, das war gerade ein bisschen knapp. So, im ersten Moment dachte ich, geknallt gegen die Bande. Im zweiten, wo ich dann an der Bande vorbei war, dachte ich, das Auto fliegt mir ab. Halleluja! So, Reifentemperaturen auf jeden Fall im Auge behalten. Dass die Dinger zu heiß werden und anfangen zu schmieren. Bei dem Abstand nach vorne habe ich auf jeden Fall, da muss ich mich jetzt nicht überanstrengen oder übereilen. So, 5 Runden noch. Und wieder ans Gas. Ich muss sagen, also die Strecke macht jetzt auch wieder richtig Spaß, weil es so ein bisschen den Flow hat, ja, den Fluss. Ja. Es läuft, macht richtig Gaudi. So, soft die Bremse. Oh, wow. So viel zum Fluss, den wir auf der Strecke haben. Schikane wird in den nächsten 4 Runden auch nach wie vor noch Thema sein. Ey. Ja. Also zumindest sind so eine Strecken wie die Watkins Glen oder auch die Strecken Sears Point. Der Beweis, dass Nesca auch Rechtskurven fahren können und die Sache sogar relativ schnell fahren können. Also wir fahren jetzt hier 80 Meilen, das sind ungefähr also 130, 140 Stundenkilometer. Ja, also mal M pro Stunde mal 1,6, dann habt ihr die km/h. 100 Meilen sind 160 km/h und 200 Meilen sind ungefähr 320.
So, ist wieder gut durchgekommen. Perfekt. Gucken, sind so meine Geschwindigkeiten? Ja, 110 reicht aus. Und 2 Meilen pro Stunde langsamer als beim Qualifying. Und 7 Sekunden Rückstand. Perfekt. Oh, oh, da kam gerade der Hintern rum. Ein ganz wenig. Ich glaube, jetzt zeigt er einfach den Rückstand der letzten Runde an, wenn du durchfährst. Die Fahrer sind ja bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht durch, das heißt, wenn wir jetzt 10,7, ach, das reicht allemal. Jetzt ist die Frage, hätte man die Meisterschaft auf 100% fahren sollen, statt wie jetzt auf 98%. Ich weiß nicht, ich glaube, dann wäre zwischendrin noch viel härter geworden an einigen Strecken. Eine Watkins Glen ist jetzt eine sehr positive Ausnahme, wo extrem gut läuft. In Talladega hat man auch nur ein bisschen Glück gehabt und ja, Loudon hat mir auch gelegen. Martinsville kommt ja nochmal, da freue ich mich schon drauf. Und was ich jetzt übrigens mitbekommen hatte, ich verfolge ja noch einen Kanal, der nennt sich GP Labs. Das ist ein Amerikaner, der auch viel Sim-Racing macht, gerade von älteren Titeln wie NASCAR und IndyCar Racing. Und da habe ich erfahren, dass es hier noch ein Nachtrennen geben wird. Und zwar, wenn wir das zweite Mal auf der Strecke in Bristol fahren werden. Es ist über das normale Einzelrennmenü bzw. auch das Übungsmenü nicht erreichbar, sondern kannst du nur in der Meisterschaft fahren. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie die Sache aufgezogen haben. Das ist ja doch ein ganz cooles Feature, dass man so weit damit einbaut. Schaden? Nee, kein. Kein Schaden. Ja, nicht optimal. Absolut gar nicht optimal. Ich denke mal, den Start werden wir uns dann nachher im Replay nochmal anschauen. Ich habe mich ja doch ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt, durch die Mitte zu fahren, hat aber unterm Strich gut funktioniert. Und ich glaube, den glorreichen Moment, den kann man sich dann gerne nochmal geben. So, Sprit noch für 4 Runden und wir müssen noch fahren. Letzte Runde! Na, fantastisch. Ist ja mal richtig schnelle drin. Gar nicht. Gibt es für die meisten Runden in Führung auch Punkte? Also extra Punkte? Ich weiß, für das Qualifying gibt es ja welche. Dann werden wir gleich mal sehen. So, letzte Linkskurve. Und dann noch einmal rechts über Start und Ziel. Oh. Ich staune noch, dass die KI anscheinend sehr sauber fährt und auch hier keine gelbe Flagge produziert hat. Wobei ich es hier eigentlich ehrlich gesagt am meisten noch vermutet hätte auf der Strecke. Perfekt, wir haben gewonnen mit 13 Sekunden Vorsprung. Gucken wir uns die ganze Sache nochmal von etwas weiter weg an. Fahren die Outlap in der Außenansicht.
Eine Tribüne, stand die vorhin schon da? Also ist wahrscheinlich ja, aber... Gar nicht so geil, dass die Tribüne optisch unter der Strecke sitzt. Das ist sicher eine absolut grandiose Erfahrung für alle, die in untersten Reihen sitzen dürfen und das Rennen verfolgen möchten. Ja, so schön, dass man hier null Bodentexturen hat. Da ein bisschen in der Luft schweben. Sieht schon ein bisschen geil aus. So, langsam ranrollen und bam. Wunderbar, kein Schaden genommen, nichts. Das war wirklich ein makelloses Rennen. Unser guter Jacques Müsan hat sich hier wirklich nicht lumpen lassen und richtig abgezogen. So, wir gucken nochmal in den Start. Springen wir zurück. Gucken wir, die Kameransichten haben wir hier noch. Bumper. Haben wir nur eine TV? Ja, wir haben nur eine TV-Kamera. Bei der bleiben wir dann auch. Und dann gucken wir mal. Wir spulen nochmal vor. Wir haben jetzt hier noch die Pace Lab. Die Runde hinterm Pacecar. So, ein bisschen vorspulen müssen wir noch. Jetzt kommt die rechts. So. Jetzt kommt die Rechtskurve vor Startziel. Super, ich habe auch echt Glück gehabt, dass keiner von den anderen Experten irgendwie ausgeschert ist. Beziehungsweise, dass ich nicht nur mit Stylestone kollidiert bin. So, die Überholmanöver würde ich mir gerne noch angucken. Und die Büsche wackeln auch schon vor totaler Aufregung. So, und jetzt kam ein geiler Überholmove. Zack, zack. Und whoop. Oh Gott, war das knapp. Warten wir hier nochmal kurz zurück. So, ein Stücke vor, da in etwa. Nein, falsche Auto. Ach Gott. Schnell die ganze Reihe hier durchklicken. So, ich wollte die Kameraansicht ändern. So, das ist seine Seitenansicht. Nee, da ist echt nicht viel Platz. Oh, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, das hätte... Aber er fährt extra... Also ich glaube, er fährt noch ein bisschen zur Seite. Dass er mich nicht abräumt. Und ganz rotzfrech fahre ich vorbei. Super. Also ich bin super zufrieden mit dem ganzen Rennen. Tatsache, 185 Punkte. Also du bekommst doch Punkte für die meisten Runden in Führung anscheinend. Okay. 15 Punkte. Damit bin ich sehr zufrieden. Und, ja, bleibt natürlich beim 8. Platz. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt jedes Rennen gewinnen würde, ich komme einfach nicht mehr weiter nach vorne. Weil halt diese 7 Experten bei jedem verdammten Rennen vorne fahren. Ja. War hier auch so wie so ein Bohrparkstyles. Ja, so im Großen und Ganzen halt, ne? So, nächste Rennen ist in Michigan. Ich freue mich schon drauf und, ja, bis dahin. Tschüssikowski.